Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von mir. Heute am letzten Donnerstag im Monat ist wieder Hörgenusszeit. Zusammen mit drei anderen ganz tollen Frauen, ja, habe ich glaube ich jetzt schon 3 oder 4 Jahre, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, haben wir diesen Hörgenuss. Ihr findet sowohl die Playlist als auch die tollen Frauen unten in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Wir sind aber heute nicht nur am letzten Donnerstag des Monats, sondern am letzten Donnerstag des Jahres. Und ja, auch ich fand jetzt wirklich, dass der Dezember gerast ist wie sonst etwas. Nicht nur, weil ich eine Woche wirklich sehr flach und krank im Bett lag, was man vielleicht noch ein bisschen an der Stimme hören kann. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für eure Ohren, sondern auch, weil ich fand, dass die Adventszeit einfach so kurz war, durch den, dass ja auch Weihnachten ja auf den 4. Advent gefallen ist. Aber heute geht es rein um alles Hörige, von Hörbuch über Podcast, über andere Dinge, die ich dieses Jahr gehört habe. Ich lagere ja alles um das Hörbuch im Grunde in dieses Video seit 3, 4, 5 Jahren auch schon aus und fange heute sozusagen mit dem Jahresrückblick an. Natürlich folgt der große Statistik-Rückblick dann auch noch. Ich glaube tatsächlich dann am Samstag, passend so kurz vor Silvester, bevor wir ins neue Jahr gehen. Aber die Hörbücher und alles, was hörig ist und mit dem Hörgenuss zu tun hat, das findet ihr heute statistisch hier in diesem Jahresrückblick. Ja, wir beginnen einfach mal ein bisschen natürlich mit der Statistik und es sind 39 Hörbücher in diesem Jahr bei mir eingezogen. Und dabei unterscheide ich nicht, ob es ein Rezensionsexemplar war, ob es über Audible bei mir eingezogen ist oder ob es vielleicht auch bei BookBeat gehört wurde. Oder ich hatte ja auch einen Hörgenuss des Jahres, den ich über Spotify gehört habe. Und ja, so sind 39 Hörbücher mehr oder weniger sozusagen eingezogen bei mir. Bei BookBeat ist es ja nicht wirklich eingezogen, sondern ja nur, ich sag jetzt mal, ausgeliehen, beziehungsweise für die Zeit, wo man das Abo hat, eben, ja, kann man es sich anhören. Dennoch sind diese Bücher im Grunde auf meinem Sub gelandet und wurden dann auch gehört. Ja, auch BookBeat habe ich dieses Jahr so 3, 4 Mal genutzt, besonders natürlich die Rabattaktionen, die von BookBeat immer mal kommen, habe ich immer mal zugegriffen, um dann auch einfach mal Bücher vom Sub wegzulesen oder reinzuhören, um ja Probe zu hören. Hat mir das auf jeden Fall gut gefallen. Leider war es weihnachtstechnisch gar nicht so möglich, da so viele Weihnachtshörbücher zu hören. Die waren dann nicht so gut erhältlich, weswegen ich es dann tatsächlich jetzt zum Jahresende auch erstmal nicht weiter benutzt habe. Auch wenn sich schon 39 nach recht viel anhört, die bei mir eingezogen sind, wurden tatsächlich 53 Hörbücher angehört. Und das ist schon echt eine ganze Menge, wobei ich sagen muss, wenn ich immer so denke, dass ich wirklich pro Woche grob ein Hörbuch höre, kommt das tatsächlich schon hin. Also ja, 53 und nur 52 Wochen, aber es gibt natürlich Urlaubswochen oder ja, wie ich länger mit dem Flixbus unterwegs war oder meinem Zug saß oder im Flieger, wo ich sage, da schaffe ich natürlich, oder auch im Urlaub, schaffe ich natürlich auch mal 2 Hörbücher in der Woche. Aber ja, ich würde sagen, es kommt tatsächlich hin. Man hat natürlich auch mal längere Hörbücher, die vielleicht 10 Tage, 14 Tage gehört werden. Aber wie gesagt, man hat natürlich auch Hörbücher oder Geschichten, die man hört, Hörspiele zum Beispiel, die dann eben einfach tatsächlich ein bisschen schneller sind. Und so kommt man tatsächlich ganz gut hin. Also so von meinem Gefühl, dass ich eigentlich immer irgendwie am Hören bin, bestätigt sich durch die Anzahl. Das heißt also, ich habe mehr gehört, als ich im Grunde einziehen habe lassen. Und es ist tatsächlich kaum mehr ein Hörbuch auf meinem Sub. Also wenn es vielleicht noch eine Handvoll Hörbücher sind, die auf meinem Sub sind, ist es tatsächlich relativ viel. Das zeigt sich natürlich in den haptischen und E-Books ein bisschen anders da. Das werden wir im anderen Jahresrückblick dann sehen. Aber hier bin ich ganz froh und happy zu sagen, ja, hier ist der Sub wirklich sehr klein und hier wird das Hörbuch in der Regel auch sehr zeitnah zur Anschaffung gehört. Und im Durchschnitt, glaube ich, waren es pro Monat 4,4 Bücher. Was, wie gesagt, so mit der Wochenweise wirklich ganz cool hinpasst und auch mein Gefühl ein bisschen bestätigt. Gehörte Stunden sind wir bei 578 Stunden. Damit meine ich immer die Gesamtstunden des Hörbuches, denn ich differenziere jetzt nicht, habe ich ein Hörbuch auf 1,5 gehört, das andere auf 1,7, das andere auf 2,1. Wenn ich das noch in meiner Statistik anfangen würde, mir das bei jedem Buch hinzuschreiben,
Ach, das fände ich einfach sehr schlimm. Also so für meinen Kopf und für an was ich da alles denken müsste. Und dann müsste ich mir ja auch immer merken, wie habe ich denn das Hörbuch oder das Hörspiel gehört? Und das wäre für mich einfach zu viel. Aber insgesamt waren es 578 Stunden und das sind im Durchschnitt 48 Hörstunden. Und auch das bestätigt sich so ein bisschen so von meinem Gefühl, dass ich sage, so grob wahrscheinlich werde ich so auf eine Stunde Hörzeit in der Regel pro Tag kommen. Durch dem, dass ich es ja aber oft schneller als 1,5 höre, bin ich natürlich, bei, wenn man die 30 nimmt, auch schon bei den 45 Stunden. Also tatsächlich auch hier kommt das Gefühl ganz gut hin, dass ich sage, meine Stunde, eineinhalb am Tag und das ja, verdoppelt sich ja oder vervielfacht sich ja durch die schnellere Geschwindigkeit. Und ja, würde ich sagen, ist richtig cool, 48 Stunden Hörzeit im Monat ist ja im Grunde eine ganze Arbeitswoche, die man gehört hat. Wobei man ja eigentlich die 48 Stunden, ich sag mal, ein bisschen weniger als halbieren müsste, weil ich sie ja nie auf eins höre. Also es gibt kein Hörbuch, doch, eins glaube ich, ja, eins meiner Highlights musste ich auf normaler Geschwindigkeit hören, weil es das auf Spotify gelaufen. Aber sonst, ja, muss ich sagen, höre ich in der Regel schon ab 1,5 aufwärts und es gab durchaus auch Sprecher, da muss ich auf 2,1 hochgehen, weil das mir sonst auch zu langsam ist. Aber, und das möchte ich immer betonen, es ist, glaube ich, reine Übungssache und es hilft anfangs, sich auch einfach mal ein Buch, was man hat, daneben zu legen und zu gucken, wie schnell liest man selbst und passt dann den Sprecher an seine Lesegeschwindigkeit an. Mir waren früher ja Hörbücher oft zu langweilig und die Gedanken sind abgeschweift und ich habe nicht zugehört, bis ich eben verstanden habe, es liegt daran, nicht, dass das die Geschichte langweilig ist oder der Sprecher schlecht, sondern einfach, weil es für meinen Kopf zu langsam war, weil ich eben einfach in echt, wenn ich ein Buch lese, schneller lesen würde. Und das hilft auf jeden Fall am Anfang, wenn ihr so eure Lesegeschwindigkeit ein bisschen sucht und unsicher seid, was ist zu schnell, was ist zu langsam, einfach mal ein Buch zu nehmen, vielleicht auch tatsächlich mal BookBeat zu nutzen oder ja auch auf Audible kann man ja auch Hörprobe machen. Ich weiß gar nicht, ob man die schneller drehen kann. Aber einfach mal reinzuhören und zu sagen, okay, wie ist denn meine Lesegeschwindigkeit? Und das so als Tipp. Ich glaube, das kann definitiv hören. Ja, der Juni in diesem Jahr war definitiv der Monat mit den meistgehörten Stunden, nämlich 81 Stunden habe ich hier gehört, was zum einen am Urlaub zu Hause lag, dass ich ja ab Mitte Juni 3 Wochen Urlaub hatte, also die Hälfte des Junis war Urlaubszeit und hier habe ich wirklich viel gehört. Im Wald sitzend, am See sitzend, im Garten liegend, auf dem Balkon, gemütlich sitzend, liegend, was auch immer, mit Weasley unterwegs sein, höre ich nur so ein bisschen bedingt, aber wenn es wirklich längere Strecken sind, habe ich da durchaus auch mal was auf den Ohren, gerade wenn wir uns dann einfach irgendwo hinsetzen und einfach mal eine Pause machen. Also ja, der Juni so als halber Monat mit Urlaub, das erklärt sich definitiv dadurch. Am wenigsten gehört habe ich tatsächlich im Dezember. Es waren, glaube ich, nur 2 Hörbücher, wovon eins wirklich sehr kurz war. Es war eine Weihnachtsgeschichte mit knapp 10 Stunden. Und ja, das erklärt sich zum einen tatsächlich, dass ich eine Woche krank war, da so ein bisschen gehört habe, aber dass eben keiner der Weihnachtsbücher, die ich lesen wollte, als Hörbuch da waren und ich dann tatsächlich mich im Dezember darauf konzentriert habe, meine Subbücher, die rund um Weihnachten sind, wegzulesen und dadurch weniger gehört habe an Hörbüchern. Natürlich läuft trotzdem ein Podcast, trotzdem lief natürlich auch mal Musik. Aber ich habe die Zeit mit dem Lesen verbracht, weil ich eben die Bücher, die ich habe, für die Weihnachtszeit lesen wollte. Und das erklärt dann, warum der Dezember nur 10 Stunden Hörzeit hatte. Und ja, das war tatsächlich so ein bisschen schade, dass es wirklich sehr wenig Weihnachts-Wintergeschichten gab, die dann irgendwie vertont sind. Ja, das finde ich tatsächlich schade. Alles in allem, das ist so ein bisschen die Statistik. Also ich bin sehr glücklich, dass ich gefühlt kaum mehr Subbücher, was in dem Hörbuch-Spektrum angehört, hier irgendwie habe. Auch ein bisschen komisch, weil ich mich jetzt natürlich mal wieder so ein bisschen konzentrieren muss und überlegen muss bei der Anschaffung, ist das ein Hörkandidat, ein Lesekandidat? Weil ich brauche natürlich auch Hörstoff. Wenn ich denke, ich habe jetzt noch so eine Handvoll Hörbücher hier, die habe ich im Januar am Ende oder Mitte Februar durchgehört. Das heißt, ich brauche Nachschub.
Und ja, ich muss jetzt definitiv wieder ein bisschen mehr drauf achten bei der Anschaffung. Wird es eher gehört oder wird es eher gelesen? Und muss danach jetzt auch mal wieder ein bisschen aussuchen. Bei Audible habe ich 3-4 Guthaben. Das heißt, das ist ganz gut. Gegebenenfalls wird auch mal wieder ein BookBeat-Monat eingelegt. Da kann man durchaus auch mal 2 Hörbücher mit dem kleinsten Abo mit den 25 Stunden hören. Aber ich denke, alles in allem, ja, werde ich da jetzt ein bisschen meinen Fokus wieder drauf legen, dass doch das ein oder andere Hörbuch bei mir einzieht. Aber mit 53 Hörbüchern bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Es gab in diesem Jahr ein paar Rereads, die ich via Hörbuch auch vorgenommen habe. Ich habe in meinen Advents-Highlights-Video schon darüber gesprochen. Zum einen war das die Harry Potter-Reihe und zum anderen auch Elias und Laia, der erste Teil von Saba Tahir. Ich finde Rereads via Hörbuch wirklich immer sehr schön, sehr gut. Habe das schon mit dem ein oder anderen Stephen King-Buch gemacht. Ich habe auch schon mal Der Hobbit und den Herrn der Ringe gehört. Und ich finde, das bietet sich wirklich an, wenn man eine Geschichte sehr, sehr gut kennt, einfach mal wieder sich so diese Geschichte über das Hören in Erinnerung bringen, einfach nochmal ein anderes Medium zu nutzen, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und gerade bei Harry Potter finde ich wirklich die Rufus Beck-Vertonung richtig, richtig toll. Ich struggle immer so ein bisschen mit der Vertonung von Severus Snape, warum der auf einmal einen französischen Akzent hat, und bin auch irritiert über Arthur Weasley, weil der ja so einen friesischen Akzent bekommt, wo ich denke, hä? Aber gut, alles in allem mag ich die Vertonung sehr, sehr gerne, habe aber auch schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht die etwas erwachsenere Version von Felix Manteuffel einfach mal anhöre, ob das vielleicht auch mal wieder andere Sinne irgendwie im Gehirn anregt und man die Geschichte dann anders wahrnimmt, aber Rereads via Hörbuch finde ich richtig toll. Kommen wir zu den Highlights des Jahres. Neben einigen Podcasts, die ich natürlich gehört habe, waren natürlich auch einige Bücher dabei. Vieles habe ich euch schon in den Hörgenüssen natürlich vorgestellt. Wie gesagt, auf jeden Fall auch die Playlist in der Infobox. Einfach mal reingehen und anschauen, was wir da alles empfohlen haben. Angefangen hat es im Januar mit Der letzte Bär von Hannah Gold. Habe ich, glaube ich, auf meinen Flug auf die Malediven gehört. Und das war eine Geschichte, die ich richtig, richtig schön fand. Die Kinder und jüngeren Jugendlichen durchaus mal näher bringen, was so ein bisschen dieser Klimawandel bewirkt. Denn wir haben hier eben ein Mädchen ganz oben im Norden, die auf einer Insel ist, wo es nur noch einen Bären gibt, und sie hat eine besondere Verbindung zu diesem Bären. Und ich glaube, die zweite Geschichte von Hannah Gold habe ich auch schon gelesen und die dritte im Englischen hier. Ich glaube, den verlorenen Wal habe ich hier. Und was war die zweite Geschichte? Weiß ich gerade nicht mehr, aber habe ich auf jeden Fall, denke ich, gelesen. Oder ist die noch auf dem Sub? Bin mir gerade auch gar nicht sicher. Aber das war wirklich eine schöne Geschichte, die mich sehr berührt hat und die ich richtig toll fand. Die zwar schon ein bisschen so die Frage aufwirft, wie kann dieses Mädchen mit einem Bären kommunizieren? Aber wenn man so ein bisschen das darüber hinwegzieht, beziehungsweise das darüber hinaus Erzählte nimmt, fand ich es tatsächlich richtig schön. Im April wurde dann bei mir wieder ein bisschen manifestiert und ich habe Scheiß auf die Glücksfee von Claudia Engel gehört, ist dann auch als haptisches Buch dieses Jahr bei mir eingezogen, wurde auch 3-4 Mal zur Hand genommen, weil ich finde, dass Claudia Engel hier das Manifestieren nochmal auf eine ganz andere Weise näher bringt, andere Impulse bringt und nicht dieses bestelle etwas beim Universum und das Universum weiß dann genau, wann es das ausliefern soll, und was ich schon ein bisschen abstrus finde, aber ich glaube fest daran, dass positive Gedanken auch etwas Positives bewirken und zurückgeben, und das ganz ohne irgendwelchen esoterischen Glauben. Also ich wünsche mir jetzt nicht Brad Pitt auf meiner Couch und manifestiere das täglich. Ich bezweifle, dass Brad Pitt dann auf meiner Couch sitzt, wobei vielleicht. Nein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, es gibt gewisse Dinge, wenn man da einfach positiv herangeht, sich Dinge vorstellt und alles, was man sich vorstellt, ist auch irgendwie möglich. Da wären wir wieder bei Brad Pitt und der Couch. Aber ja, ich fand, Claudia Engel hat hier ganz tolle Impulse geliefert und ich finde es wirklich schön, dass ich auch dieses echte Buch dann hier habe und da auch immer mal reinlesen kann. Von Mira Valentin habe ich kurz vor der Leipziger Buchmesse im April dann auch die Druidendämmerung gehört, ein Hörbuch, was für mich auch wirklich ein Highlight war, was nicht nur an dem tollen Schreibstil von Mira Valentin liegt, sondern auch von Robert Frank, der für mich neben David Nathan und Simon Jäger wohl tatsächlich so ein bisschen mein Hörbuch Sprechergott geworden ist. Ich liebe die Vertonungen von Robert Frank. Es ist egal, ob es die Druidendämmerung war, ob es damals Nevernight war,
ob es Minen der Macht war, wo er auch einen Teil mit vertont hat. Also finde ich immer richtig toll. Also ich mag Robert Frank als Sprecher super, super gerne. Und ja, muss sagen, gucke durchaus auch mal, welche Bücher er als letztes vertont hat. Und es sind, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Bücher bei mir eingezogen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Aber dann eben dachte, oh, die spricht Robert Frank, es ist Fantasy, da schaust du mal genauer hin. Dann hat mich in diesem Jahr auch 2-mal Oliver Burgman begeistert und ich dachte tatsächlich, ich hatte das erste Buch, Hörbuch in meinem Urlaub im Januar gelesen. Das stimmte nicht, das war im August und das zweite Buch habe ich dann im Oktober gehört. Zum einen sind es 4000 Wochen und auch Das Glück ist mit den Realisten. Beide Bücher müssen unbedingt noch ins Highlight-Regal. Gerade 4000 Wochen hat mir doch sehr unschön klar gemacht, dass wir nur 4000 Wochen haben. Also hochgerechnet, wenn wir 80 Jahre alt werden, haben wir 4000 Wochen zum Leben. Und das hört sich definitiv nach viel, viel weniger an als 80 Jahre. Weil Jahre ist immer so etwas Langes und Großes, während so eine Woche ja doch greifbarer ist. Und wenn man dann eben denkt, es sind nur 4000 Wochen, ist das wirklich relativ wenig. Und ja, also das hat, ja, und wie man hier eben einfach so ein bisschen nicht irgendwie alles versucht, so effektiv und schnell zu machen wie möglich, denn ja, Zeiteinsparung ist einfach ein Mythos, hier ist er definitiv dagegen. Denn er sagt, das bringt gar nicht, dass man immer noch schneller wird und noch spontaner und noch flexibler und noch schneller E-Mails und Multitasking funktioniert eh nicht. Da ist er fest davon überzeugt und ich mittlerweile tatsächlich auch. Und er uns einfach einen Weg zeigt, wie wir diese 4000 Wochen jetzt im Hier verbringen und wie wir eben versuchen, das mit Leben zu füllen, sodass wir am Ende sagen, die 4000 Wochen waren toll. Und das klingt auch wieder so oben drüber, aber ich mochte seinen Ansatz wirklich sehr gerne. Ich mag seine Studien, die er heranzieht. Ich mag ja im Grunde so ein bisschen diese Lebensphilosophen, die er zitiert, die er mit hineinnimmt, die er auch so ein bisschen analysiert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das fand ich auch in Das Glück ist mit den Realisten von ihm richtig, richtig gut. Jetzt halte ich mich selbst für einen Optimisten in sehr, sehr vielen Lebenslagen. Und Oliver Burgman hat mir so ein bisschen gezeigt, wie abstrus manchmal mein Optimismus eigentlich ist. Und dass ich vielleicht doch das ein oder andere Mal ein bisschen realistischer sein sollte. Und was soll ich sagen, so manchen Kern aus den Aussagen nehme ich mit, nehme ich als Impuls und ich denke mir nicht immer, du schaffst das schon und das wird schon. Man muss nicht immer alles schaffen und es muss auch nicht alles werden und manchmal gehen Dinge einfach schief, dann ist das halt am Ende auch so. Davon geht die Welt halt nicht unter und das hilft mir definitiv auch einfach mal da zu sitzen und zu denken, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, obwohl das nicht so meine Art ist. Also jetzt im Privaten, im Kleineren. Ne? Und ja, fand ich wirklich 2 ganz tolle Bücher und ich werde hier auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn von Oliver Burgman nochmal was herauskommt. Via Spotify habe ich auf der Reise zu einer lieben Freundin im September gehört, Schnee, der auf Ceran fällt von Thorsten Sträter. Jetzt war mir Thorsten Sträter nur ein bedingten Begriff. Ich glaube, in irgendeiner LOL-Staffel war er mit dabei. Man sieht den immer mal in irgendeiner Comedy-Serie. Und eigentlich habe ich mit dem gar nicht so viel am Hut. Ein lieber Kollege hat mir dann aber das Hörbuch empfohlen. Und bei Spotify war es eben kostenlos zu hören. Ich habe Spotify Premium, dementsprechend auch werbefrei. Und ich habe so viel gelacht. Ich habe in diesem Hörbuch, auf dieser Busfahrt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, 2, 2,5 Stunden. Ich habe so, so viel gelacht. Und hatte so viel Spaß dabei. Es war ein ganz feiner Humor, der sehr treffend war, der uns die Gedankenwelt von Thorsten Sträter zeigt und seine Gedanken sehr ähnlich wie meine sind. Sie gehen geradlinig, nehmen eine Abzweigung, sprechen dann hier wieder weiter, dann treffen sie sich irgendwann da und dann weiß der Gedanke gar nicht mehr hier, wie er dahin kam und dann gehen wir wieder hin und fragen uns, wo kommen wir eigentlich her? Und genauso ist dieses Programm ein bisschen aufgebaut zu Lebenssituationen und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Also hier habe ich wirklich ganz, ganz viel Lachen in Erinnerung und es hat mir richtig gut gefallen. Im November habe ich dann das neue Buch von Guido Maria Kretschmer gehört, 19.521 Schritte. An einem Tag in Berlin, kurz nachdem die Queen stirbt, macht sich eben Guido auf den Weg von Hamburg, wo er jetzt wohnt, nach Berlin, wo er einst wohnte und läuft einen Tag durch die Stadt und erzählt uns eben was über die Stadt, über Dinge, an denen er vorbeikommt, über Orte, die er sieht, aber eben auch über Menschen, denen er begegnet. Sei es seine Ersatzeltern, die ihn hier bei einem Kaffee direkt adoptieren, sei es eine Frau vom Theater, die ja ganz Leben umgekrempelt hat und dann versetzt wird, sei es
ja, von einer Frau, die ihm den Hund in die Hand drückt und sagt, ich bin gleich wieder da, und er gar nicht weiß, wo ist sie hin, wer ist sie, ist der Hund jetzt ausgesetzt, was mache ich als nächstes? Und da macht der Hund auch noch ein Häufchen. Ja, Guido kennt sich natürlich aus mit Hunden und Häufchen, aber es war sehr unterhaltsam. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich mag die wertschätzende, dankbare Art von Guido Maria Kretschmer wahnsinnig gerne. Ich wünsche mir da immer mal so eine Scheibe, auch für mich, dass ich auch noch wertschätzender durch Begegnungen gehe, dass ich das für mein Leben so ein bisschen mitnehme und einfach die Welt noch dankbarer sehe, als ich wahrscheinlich schon sowieso tue, so für mich. Aber das war wirklich ein ganz tolles Hörbuch. Und natürlich auch gesprochen von ihm. Und im Buch sind dann auch noch Bilder von den verschiedenen Standorten, wo er was dazu erzählt. Das fand ich auch richtig toll. Und da bin ich wirklich sehr happy, dass ich hier auch das echte Buch als Rezensionsexemplar bekommen habe, sodass ich da auch immer mal so ein bisschen drin blättern kann. Und das letzte Hörbuch habe ich jetzt, oder Highlight-Hörbuch habe ich jetzt im Dezember beendet. Und zwar Herr Boning geht baden, ganz frisch, jetzt während ich krank war, sozusagen gehört. Und jetzt auch heute, beziehungsweise für euch gestern, auch beendet. Und ja, ich hatte wahnsinnigen Spaß mit Wiegald Boning. Ich fand schon sein Laufbuch toll und noch irgendein Buch habe ich von ihm gehört. Und hier geht es um 365 Tage, an denen er eben wirklich schwimmen geht. Also egal, bei Wind und Wetter, bei Gemütsverfassung, Gesundheit, alles egal. Er geht jeden Tag in ein fließendes, mehr oder weniger Gewässer und geht baden und erzählt uns, was seine Motivation ist, was die Gründe sind, was es mit seinem Körper tut, mit seinem Geist, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit den Menschen in seinem Umfeld, auch wie er damit umgeht, als er eben mal krank wurde, als etwas in der Schulter passiert ist, als er eine Corona hatte, als dann eben auch der Winter kommt und manches Gewässer ja eher so im Nullerbereich ist, und erzählt uns hier auf seine wahnsinnig sympathische Art und Weise, wie er so baden geht und was es mit den Bademützen auf sich hat und auch mal unten ohne schwimmen. Es war großartig. Ich hatte sehr viele Schmunzelmomente, ich hatte wahnsinnig viel Spaß und mir hat das Hörbuch wahnsinnig gut gefallen. Und wäre jetzt nicht Dezember, wäre das wohl der Hörgenuss für diesen Monat. Aber zumindest möchte ich es jetzt hier dann nochmal erwähnen, denn damit hatte ich jetzt in der letzten Hälfte des Dezembers wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ja, und das sind so ein bisschen die Hörgenüsse, die Highlights im Hörbuchbereich. Natürlich war auch der ein oder andere Podcast mal Tipp oder auch Verschiedenes, was man immer mal so auf YouTube findet. Dazu schaut, wie gesagt, gerne mal in die Playlist. Da findet ihr alle anderen Hörgenüsse des Monats. Und ja, was soll ich sagen? Das Jahr hörtechnisch auf jeden Fall sehr erfolgreich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab wenig schlechte Hörbücher. Es gab durchaus so das ein oder andere Buch, was ich auch mal abgebrochen habe oder reingehört habe, was vielleicht auch gar nicht in eine Statistik dann irgendwie auftaucht, gerade bei BookBeat. Wenn ich da nach einer Stunde, eineinhalb merke, ach, das ist nicht mein Hörbuch, dann spreche ich da manchmal auch gar nicht irgendwie drüber. Und dann ist das eben auch mal so, was aber auch gar nicht schlimm ist, denn man kann natürlich nicht immer nur Highlights hören, wobei das natürlich schon ein Traum wäre und ein Wunsch wäre, eine so gute Buchauswahl zu haben, dass man eben immer das Glück hätte und nur 4- und 5-Sterne-Bücher. Mal schauen, was 2024 bringt. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Seid ihr auch Fans des Hörbuchhörens? Und was war da euer Highlight oder eure Highlights des Jahres? Hattet ihr einen Flop, wo ihr euch ganz viel davon erhofft habt, aber das nicht erfüllt wurde? Lasst uns gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Schaut natürlich auch bei den anderen drei Mädels vorbei. Einfach in der Infobox gucken, da sind alle drei mit verlinkt. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was da so ein bisschen heute der Hörgenuss oder der Jahresrückblick sein wird, und freue mich da natürlich auch auf meine Aboliste. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Art Jahresrückblick, was natürlich dann auf jeden Fall im Gesamten noch ein bisschen ausführlicher kommt. Aber das Hörbuch hören haben wir hier einfach mal mit dem wunderbaren Hörgenuss abgeschlossen für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.